So, einen wunderschönen guten Tag und halt, ach so. Du immer mit Klasse, Schnauze, ne? Genau, herzlich willkommen zurück zu Mind Test Creative Server Let's Play. Ja, Folge 157 mittlerweile schon. Wir sind gut fortgeschritten. Was suche ich hier gerade? So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Hoffnung kaputt gemacht. Gut fortgeschritten. Achso, ja. Kopfhörer brauche ich natürlich auch noch. Achso, ja. Wow. Rückkopplung des Grauens. Gut. So. Was wir brauchen ist das hier. Okidoki. So. Wir waren gerade dabei, im Hotel die Glasfront einzuziehen. Ne? Die eine Seite haben wir schon gemacht, jetzt wird noch die andere Seite. Und noch die zweite Etage, die fehlt auch noch. Haben wir schon die Lampen produziert? Wir brauchen nur noch Lampen, also so eine Leuchtedinger. Haben wir die schon gemacht? Ja, haben wir. Okay. Das heißt... Oh. Wir haben eine Nachricht. Hi. Wollte sagen, dass ich bei dir ganz unten in der Höhle war und ein bisschen auszuleuchten. Aber habe alle stehen lassen, gelassen. An dir, Mese, Ironson und so weiter, weil du gesagt hast im Let's Play, dass du gern nicht dorthin gehst, wo es dunkel ist. Lol. Ja. Meinst du jetzt ganz unten, da wo wir zuletzt waren, oder in der ersten großen Höhle? Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Stand jetzt gerade die Folgen draußen sind. Weil ich nehme ja immer 3 Wochen im Voraus auf. Das heißt, das, wo wir so extrem weit nach unten vorgeprescht sind, die Folgen dürften noch gar nicht draußen sein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, du kannst natürlich, also, ne, ihr könnt natürlich hier Mese und Ivan und Zinn und so abbauen. Davon gibt es da unten mehr als genug. Ja. Was viel wichtiger ist, danke fürs Ausleuchten. So, Glas haben wir. Sogar reichlich dabei. Mal gucken. Ach ja, die schöne Treppe. Achso, auf der Seite haben wir die Balkons ja auch schon gemacht. Da war ja was. Gut, dann gucken wir mal hier, wie es glasmäßig aussieht. Glas haben wir auch überall verbaut. Sehr gut. Können wir jetzt eigentlich hier oben direkt mit dem Glas anfangen, oder? Haben wir unten schon Glas gebaut? Ja, gut. Das heißt, wir können definitiv hier oben anfangen mit dem Glas. Sehr schön. Und natürlich die Lampen. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Lampen. Einfach, weil wir die gerade dabei haben. Aua. Genau, hier unten ist soweit alles fertig. Gucke ich mal nochmal schnell auf der anderen Seite. Genau, Lampen und so haben wir hier auch. Gut, das heißt, die unteren Räume sind von der Grundstruktur her erstmal fertig. Dann kann ich jetzt, wie gesagt, anfangen, die anderen Zimmer hier zu machen.
So, Glas. Warum buddelt echt mein Rechner so rum? Ich hab doch... Fenster auf. So warm sollte es also eigentlich gar nicht sein. Lassen wir das so? Ja, ne? Dann wirkt das so wie so ein Zuschiebefenster, dass hier so ein doppeltes Fenster ist, dass man zuschieben kann. Irgendwie, keine Ahnung. Habe ich da, glaube ich, beim anderen Hotel auch so gemacht, dass ich da so eine große Lücke drin habe. Nein. Och, ich hasse dich so sehr. Ich krieg die Krise. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh. So. Ich fick mein Leben. Achso, halt, hier gibt es die Lampen. Auch schon hell, da habe ich die Lampen schon gemacht, genau. Und hier habe ich die Lampen auch schon gemacht. So. Och, ich habe doch genau drauf gezielt. Würde mich verarschen? Was ist los mit diesem Mindtest? So, sieht doch schon mal ganz gar nicht mal so schlecht aus. Sehr gut. Ernsthaft jetzt? So. Und dann müssen wir uns bald mal Gedanken machen über das Möbel, ja, was wir hier so verbauen, so innenarchitekturmäßig. Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Aber nur ein bisschen. Och man, no, was ist denn hier heute los? Ziel ich so schlecht oder ist meint jetzt gerade so schlecht? Ja, okay. Hab's verstanden. So. Dass ich irgendwas verstellt habe? Nee. Was hat denn mein Rechner heute? Die CPU ist auch ganz schön ausgelastet, sehe ich hier unten. Achso, das sieht ja gar nicht mehr. Ja. Irgendwie, es ist doch... Ja, also wahrscheinlich sind auf meinem Mindset-Server ein paar Leute unterwegs und deswegen ist die CPU ausgelastet. Deswegen ist die CPU so ausgelastet. Sehr schön. Achso, halt. Genau, doch, Licht haben wir schon. So, dann haben wir die Grundstruktur schon mal fertig. Dann müssen wir uns langsam aber sicher mal Gedanken ums Dach machen. Und ganz offen gesagt, ich habe noch absolut keinen Plan, wie ich das Dach gestalte. Absolut keinen Plan.
Wir gehen mal noch mal zu unserem, zu dem anderen Hotel, also zu meinem Haupthotel. Das lag in, es müsste in der Richtung gewesen sein. Ach, unser schöner Bahnhof. Ja, hab's verstanden. Das ist so dumm, ey. Mal gucken, vielleicht lösche ich mal diese Sounds aus dem Ordner. Also aus dem Mod-Ordner. Das ist ja schlimm. Nee, da hinten ist zu. Scheint also nicht der richtige Weg zu sein. Wobei, es könnte jetzt natürlich theoretisch trotzdem der richtige Weg sein. Wenn ich nur wüsste, wo das Ding ist. Okay, hast du schon den Spieler breit gemacht? Oh, wie süß. Ah. Mein Scheiß Siemens Handy ist mit Laden fertig. Also es ist nicht scheiße, das Handy an sich ist nicht scheiße, aber es nervt halt immer. Wenn der Akku fast leer ist, meckert es die ganze Zeit rum, was ja in Ordnung ist. Aber wenn es mit dem Laden fertig ist, meckert es auch die ganze Zeit rum, statt einfach die Schnauze zu halten. Das könnte mich so aufregen. Es könnte mich so aufregen, klar, es regt mich so auf. So, in die Richtung müsste das Hotel sein. Oder ich laufe gerade komplett falsch. Also zumindest ist hier Wasser. Oh ne, aber ich glaube, man ist das falsche Wasser. Ja, nee, ich glaube, wir sind hier doch falsch. Dann hätte ich doch durch den anderen Tunnel gehen müssen. Durch den da. Genau, da ist nämlich komplett gesperrt und dann geht es nämlich hier lang. Logisch ist ja der einzige freie Weg, aber ja. Hier war ja der letzte Bereich, wo ich da hinten mit den Tieren rumprobiert habe. Und in die Richtung müsste jetzt auch irgendwo das Hotel kommen. Was macht ihr genau hier? Immer diese Schafe, ey. Hey du! Achso, nee, geht nicht lang. Der Tunnel endet irgendwann. Menschen. Oh. Hast du Ma? Was ist Ma? Ich mach grad Aufnahmen, Junge. Ich klammer kurz Internet hier. So. So, hier ist jetzt nämlich zu Ende. Hier kommt das Gedöns von wem eigentlich nochmal? Achso, genau, von Leila 1747. Und hier müsste auch irgendwo Soren sein. So, und auf jeden Fall, upsala, in die Richtung also, quasi wenn wir vom Weg hier kommen, so schräg in die Richtung, müsste dann irgendwann unser Hotel kommen. Was ist das? Das sind für ein Baum hier. Achso, das ist ein Strauch. So, hier müsste jetzt irgendwo das Hotel kommen. Hier ist der kleine Dschungel. Hier geht das Wasser lang. Müsste ich jetzt doch gerade ausgehen müssen. Noch ein bisschen. Oh, fuck, ich komme gar nicht rüber. Ups, was mache ich hier gerade? Hilfe, oh mein Gott. Ach du Kacke. Schleunigst wieder zurück. Hier komme ich nicht durch. Halt, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Danke. Hä? Bin ich jetzt dumm oder so? Ich verstehe gerade nicht. Wir müssten genau auf der richtigen Spur sein. Aber warum ist hier Wasser? War hier nicht ein Übergang?
Oder hätte ich schon viel früher nach links abbiegen müssen? Nach rechts abbiegen müssen. Miniminaut, join the game! Hallihallo, Miniminaut! Wir grüßen dich! Ach, scheiße. So, das heißt, wir müssen in die Richtung gehen. Huhu, Chef. Ja gut, als Ronix bin ich zwar nicht wirklich der Chef, weil ich habe keine Adminrechte. Aber naja. Ist ja allseits bekannt, dass Ronix und Wolke die gleiche Person ist, von daher. Und Miniminaut weiß das sowieso, weil Miniminaut ist nämlich einer meiner Stammspieler. So, hier müssten wir jetzt irgendwie rüber. Nee, wir müssen noch weiter nach... Da gab es einen richtigen Übergang. Hier muss es einen richtigen Übergang geben. Über dieses Wasser. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay. Interessant. Na gut. Umschiffen wir mal gekonnt. Eine Kuh. Ist doch eine von meinen geschützten Kreaturen? Nein, Upsala, aber eine, die angreift. Na gut, wir haben Rüstung an. Fällt mir gerade ein. Sag mal, wo ist denn... Hä? Bin ich jetzt irgendwie dumm oder so? Ich weiß gerade absolut nicht mehr, wo unsere Let's Play-Hütte war. Die war doch irgendwie in die Richtung, oder nicht? Was macht Miniminaut da oben in der Luft? Achso, der ist wahrscheinlich auf dem Berg. Boah, Alter, warum liegt das hier gerade so extrem? Boah, was ist hier los? Digga, was geht? Gut, mal ganz davon abgesehen, dass wir schon... Guck mal die CPU-Auslastung. Okay, das ist krank. Ja, wie ist auch ein extrem hoher Upload. Da spielen gerade welche ein bisschen chaot auf mein 04er-Server. Gut, aber zum Glück gibt es dagegen eine kleine Hilfe. So, erstmal gucken wir die Aufnahme. Aufnahme läuft gerade mal eine Viertelstunde. Lol. So, dann starten wir mal meine ganzen Mindtest-Server, also die ich auf dem Rechner hier laufen habe. Das sind ja nicht meine Hauptserver, sondern meine Hauptserver laufen auf dem Laptop. Auf dem Rechner laufen bloß hier, ne? Der Server, also hier meine 04er-Server halt, ne? Mindtest 0.4.17.1. Also die halt hier, ne? Für 0.4 sind. Und die machen wir einfach mal Neustart. Ja, Sigterm ist ungefährlich, weil Sigterm ist das normale Signal, wo sie dann erstmal ganz normal runterfahren und dann wieder neu starten. So. Aber die CPU-Auslastung ist mir immer noch ein bisschen zu hoch. Was zur Hölle ist hier gerade los? Eigentlich alles ganz normal im Lot. Sehr suspekt. Na gut. Sehr suspekt das Ganze. Vielleicht liegt es auch an der Spawn-Region, dass da so viele Bäume sind. Das kann natürlich auch sein. Aber das hat er gerade teilweise richtig hart richtig hart gehangen. Das war ja gerade schon nicht mehr so erfreulich.
Ich weiß, Mindset ist nicht das effizienteste Game, aber das war gerade schon ein bisschen creepy. So, okay, zurück. Also meines Erachtens nach sind wir damals entweder so schräg gelaufen oder so schräg gelaufen. Das heißt, ich will jetzt einfach mal sagen, wenn man normal startet, guckt man ja in die Richtung. Oder? Doch, genau. So habe ich mit OMS One aufgebaut, dass man so startet hier. Mit Blick auf die Computer. Wir gehen also einfach mal in die Richtung. Meines Erachtens nach ist nämlich dann in die Richtung unsere Let's Play Hütte. Na doch, die Szene hier kommt mir doch schon eher bekannt vor. Boah, Alter. Warum baut sich meine Stamina nicht mehr auf? Immer das gleiche hier. Eine Katze. Ui, wie süß. Genau, das müsste jetzt die Biegung sein. Und da müsste meine Let's Play-Hütte sein. Und hier müsste jetzt der Weg lang gehen zu meinem Hotel. Gerade richtig dumm vor. Was ist denn hier passiert? Ist das Original so? Ich glaube eher nicht. Genau, hier geht es jetzt wieder runter. Müssen wir gleich so auf unser Hotel kommen. Ja, genau. Hier ist die große Steinplatte. Jawoll. Der war ja der erste Weg, den wir probiert haben, doch eher richtiger. Genau. So, und da oben haben wir nämlich, ne? Da so ungefähr will ich halt auch unser Hotel ne, so bauen. Und jetzt muss man gucken, mal wegen dem Dach. Ist halt jetzt die Frage, bauen wir das so, wie es da ist? Oder sagen wir, okay, nee, das Dach geht von der Ecke her nicht komplett über das Balkon rüber. Weil wir haben ja bloß einen Balkon, eine Balkonreihe, da könnte das schon wieder zu mächtig aussehen. Deswegen wäre halt die Frage, ob wir mit dem Dach nicht lieber doch nur bis zur Kante wirklich des soliden Gebäudes gehen. Und dann mit dem Balkon ein bisschen anders mit der Überdachung machen. Das ist halt jetzt die Frage. Was bauen wir hinten für Gebäude? Was sind das für Häuser? Digga, da ring jetzt doch rein. Wer macht denn sowas? By the way, was ist das denn hier bitte? Oh, ist geschützt von Worker. Ach, Mist. Protected by Walker. Das bin ja ich. Aber mein Test. Das weiß es nicht. Yeah, yeah. Mein Test. Okay, sehr gut jetzt. Ach stimmt, der hier auf dem Server gibt es ja mein Gebäude gar nicht. Ha. Ui, schöne Gegend. Sehr hübsche Gegend. Holy moly. Okay, das sieht hübsch aus, tatsächlich. Aber das Dach, das sieht total komisch aus. Warum bauen die das Dach so komisch? Da rief's doch rein. Ich meine, da kann man sogar durchgucken. Okay, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Warum ist das Dach so offen? So,
Soll das eine Art Belüftung sein oder wie jetzt? Vor allem, die sind ja alle Dächer so gebaut. Sowohl das Dach, als auch das Dach da, als auch das Dach von dem anderen Gebäude, wo auch immer das jetzt nochmal ist, keine Ahnung. Also da ist ein richtiges Dach. Ach genau, hier. Das Gebäude hat genauso ein Dach. Das verstehe ich jetzt nicht. Vor allem, die haben ja auch als Boden einfach das Gras gelassen. Also kann sein, dass das ja gar kein Wohnhaus sein soll, sondern irgendwie so ein Spezialhaus, weiß nicht, irgendwie so... Ja, keine Ahnung, vielleicht sowas wie zum Pflanzen züchten oder Tiere züchten oder irgendwie sowas, ne? Weil ansonsten macht halt so ein offenes Dach nicht wirklich Sinn. Bin ich ein bisschen überfragt, aber gut. So, in die Öfen, in die Kisten gucken wir natürlich nicht rein. Ich meine, könnte ich zwar als Admin, aber machen wir jetzt nicht im Let's Play. Vielleicht sind da Sachen drin, von die keiner wissen soll. Und deswegen werde ich das auch im Let's Play nicht machen. Auch wenn ich es kann und sich manche von euch garantiert fragen, oh Ronny, guck mal, was in die Kisten drin ist. Ist bestimmt spannend. Ich kann hier rausgucken, Alter. Aber schon eine witzige Optik hier mit dem Durchgucken. Ist wie so ein, so ein Überwachungsschlitz oder irgendwie sowas, ne? So ein Verteidigungsposten. Wow, dann das ist so eine Kackbrücke. Also, ne? Wegen Dirt und einfach so, ne? Dirt ist ja Dreck und so. Deswegen. Also, die Gegend hier an sich sieht schon echt geil aus. Naja, ne? Nicht umsonst haben wir die auch für uns fürs Let's Play benutzt mit Vanilla-Server. Aber auch wie sie das so, ne? So gartentechnisch und so gemacht haben, sieht schon echt interessant aus. Schön und so. Ja, was soll das denn? Was zur Hölle? Hä? Was soll das denn hier werden? Kann man so abgehen. Und jetzt hier so. Yay, gerade. Okay. Keine Stützpfeiler, kein nichts, kein gar nichts. Die Erde ist einfach in der Luft. Wäre jetzt nicht unbedingt mein Baustyle, sieht aber schon interessant aus. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum jetzt hier nochmal vier Blöcke sind. Wenn es hier eh wieder zurückgeht, dann könnt ihr auch die vier Blöcke gleich wieder entfernen. Das sieht, vor allem ist jetzt hier zwei Blöcke mit einmal. Das sieht auch schon ein bisschen komisch aus. Naja, egal, okay. Ja, was wir eigentlich gucken wollten, war ja bei uns, bei unserem Hotel. Okay, jetzt ein unfertiges Haus. Ach nee, es soll ein Bahnhof sein. Ah. Gut, ein stillgelegter Bahnhof vielleicht, weil das Gleis endet hier halt einfach. Aber okay. Kann man machen. So, genau, das Hotel da hinten. Bauen wir das Dach jetzt genauso? Vor allem mit, ne, nach vorne, der Überhang nach vorne, den werden wir wahrscheinlich nicht bauen. Weil hier habe ich ja deswegen, weil nach vorne auch noch Balkons sind, dass das Dach nach vorne so überhängt. Das ist so scheiße riesig groß. Alter, wir gehen da erstmal rein. Ich mache erstmal Folgenpause. Und gehen dann in der nächsten Folge rein. So, bis dann.